vor uns. Ja. Was ist denn mit dir los? Warum rennst du hier so schnell lang? Ich muss zum Bus, ich bin eh schon zu spät dran. Was ist denn mit der los? Komm. Hey Leonie, was ist mit dir los? Warum hast du einen langen Pullover an? Draußen sind es 28 Grad. Weiß schon, was los ist. Du verheimlichst euch doch irgendwas. Nein, mir ist einfach nur kalt. Ich muss jetzt auch weiter. Wirklich, aber... Leonie, was hast du denn da? An deinem Arm? Nichts, das ist nichts weiter. Ich bin einfach nur gestürzt. Das sieht aber nicht so aus, als wärst du nur gestürzt. Doch, doch, ich bin nur gestürzt. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Mit Leonie stimmt doch etwas nicht. Ich meine, so viele blaue Flecken. Ich glaube schon, dass sie zu Hause geschlagen wird. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich wollte noch nichts sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass die blauen Flecken von einem Sturz kommen. Ja, aber wir haben einfach keine Beweise dafür, dass sie zu Hause geschlagen wird. Ja, aber wir müssen ihr irgendwie helfen können. Ich meine, wir können sie nicht mit ihrem Problem alleine lassen. Wir müssen ihr helfen. Es wird immer schlimmer, aber sie gibt ja nichts zu. Und was, wenn wir die Polizei einschalten? Nee, doch lieber nicht. Ich meine, sie wohl doch sowieso nicht zugeben und wir haben einfach keine handfesten Beweise dafür, dass sie zu Hause geschlagen wird. Ja, nicht, dass alles nachher nur noch viel schlimmer wird. Aber ich bin vor kurzem im Internet auf eine Website gestoßen. Eine Website für eine Frauenberatungsstelle in Braunschweig. Warte, ich zeig sie dir kurz. Guck mal hier. Ja, das hört sich gut an. Ich schreibe mir die Nummer auf, vielleicht kann Leonie damit was anfangen. 0531 32 40 90. Hast du? Ja. Okay. Guck mal, da ist doch Leonie. Lass uns mal zu ihr gehen. Ja, dann können wir ihr die Nummer gleich geben. Wir haben eine Beratungsstelle für dich im Internet gefunden. Hier ist die Telefonnummer, du kannst da anrufen. Die sind extra dafür da, für Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden. Ganz ehrlich, Leonie, die blauen Flecken sehen nicht so aus, als hättest du sie dir bei einem Sturz eingefangen. Ja, okay, ich geb's zu. Meine Mutter schlägt mich manchmal. Aber mir kann eh keiner mehr helfen.